Divide and rule. Der Gecko-Gag. Also das ist selbst rote Welt. Ja, genau. Also Ansage. Ich mach die Ansage. Ah, ohne Mütze. Erste Ansage. Sternschnuppe. 1, 2, 3, 4, check, check, 1, 1. Mio 10. Deutsche Hardcore-Band, aber uninteressant, weil sie haben den ältesten Rodi der Welt. Und er kennt den Spruch, buch sie und sie werden spielen. Erzählt. Ja, okay. Bandgeschichte. Schwipp! Es ist noch immer Krieg da draußen. Oh. Aber wir sind hier drin. Und es sind immer noch diese Freaks hier, die ich irgendwie nicht loszuwerden scheine. Und jetzt muss ich auch noch voll laufenden Kameras mit ihnen hier rumsitzen. Ja, wir waren gerade mal wieder auf Tour irgendwie. Die Jungs haben sich wieder mehr oder weniger gut benommen. So. In Kassel sind sie ein bisschen ausfallend geworden. Nein. Hatten wir einen Day off oder eigentlich zwei, weil Kuddel ja an der Lunge krank war. Kassel-Ärztin. Und nicht mehr rauchen und konnte. Und an der Lunge krank war. Da haben wir dann die Rikers Bar geentert. Wie hieß in Wirklichkeit? Tolita. Mama Mutter. Bar oder so. Mutter. Mutter Bar Mutter. Oder so. Ah ja, stimmt. Aber Mutter, eine Geburtstagsfeier von irgendjemandem, den wir natürlich nicht kannten, den wir dann mit einem Gags geboren an einem T-Shirt sehr glücklich gemacht haben, der nachher über die Zeche von 1000 Mark oder so nicht so glücklich war. Und da gab es noch diesen magischen Moment, als Frank, Ole und ich mit der Barkeeperin da saßen. Ole ist der zweitälteste Roadie der Welt. Ole ist der zweitälteste Roadie der Welt und er hat leider keinen Führerschein, das wäre perfekt. Wir saßen an dieser Bar und sie gab uns drei Gläser mit einem nach Weihnachten riechenden Schnaps und sagte, ihr, das müsst ihr unbedingt probieren. Und es war natürlich der gleiche Schnaps, den wir wieder vergessen haben, den wir schon mal in Prag in dieser obskuren Disco bekommen haben. In der gleichen Zusammensetzung und auch mit irgendeiner Bank und sagte, hey, you gotta try this, everybody falls in love with it. Ja, dann waren wir in Kassel, wie gesagt, da wurde es dann sehr wild, als dann nachher irgendwelche 2 Meter langen Menschen von der Theke runterdiveten und dann die Bar auch irgendwann schließen musste, weil das nicht mehr so weiterging und dann haben wir halt alle Leute noch da in den Bus gepackt und sind in die Lolita-Bar gefahren. Richtig. Wo der ältere Besitzer dann sehr froh über eure CD, weil die ihm geschenkt hat, damit er uns überhaupt reinlässt. Die hat er auch runter gespielt. Die hat er dann rauf und runter gespielt. Und er erzählt jetzt überall, dass wir die coolste Band der Welt sind, wenn wir das nächste Mal beim Saufen kommen. Ja. Ja, das hat er echt erzählt. Spielen soll man nicht. Und am Schluss sind die Trauer zu Hause bleiben. Dann kam es da zu einem kleinen Eklat, weil einige Leute noch irgendwie partout da bleiben wollten und noch irgendwie durch die Stadt kommen wollten und da irgendwie offene Kneipen und andere Sachen suchen wollten. Jawohl. Dann war aus dem Schneesturm und. Ja, der war richtig. Das war hart. Das war echt hart. Hartzig. Das war ein Punkrocksturm, war das echt. Das war ein schön weißbarer. Das war ein Punkrocksturm. Punkrocksturm kann ich schön. Anschließend eine Schneeballschlacht bei Konchi vor der Tür. Blutrot sein. Ja, Blutrot oder da schlug sich Kai noch das Knie auf. Das Knie, den Ellbogen und den kleinen Zeh. Ja. Das ist keiner Punk, das ist. Das ist Kai, er schlug das Tier. Ja, ansonsten waren wir unterwegs. Kai bekommt niemals Werbung. Auf den endlosen Highways von Punkland, um nachzusehen, wer noch übergeblieben ist. Also viele waren das ja nicht. Das guckst mich so an. So. Hier mal ein Veganer, da mal jemand mit dem Antifa-Aufnehmer, hier mal jemand mit einem Problem, da mal jemand mit einem Label. Da mal jemand mit einem Halsband. Und da mal jemand im katholischen Jugend. Ja, aber früher war alles besser halt. Ja. Welche Bedeutung hat Udo Lindenberg für dich? Wow, oh, wow, ist cool. Ich hasse Udo Lindenberg. Uns wurde gesagt, wenn Udo Lindenberg im Bus hören, yes! Kapiert. Ja. Udo Lindenberg ist der Einzige, der es zumindest versucht hat, in der deutschen Sprache dem Rock'n'Roll eine Stimme zu geben und zu sagen, yeah, es ist cool, morgens aufzustehen mit einer Schusswunde und abends wieder einzuschlafen und ohne zu sagen, yeah, ich habe getrunken, ich habe Drogen genommen, ich habe meine besten Songs auf Drogen geschrieben, ich habe viel Geld verdient, während ich Drogen genommen habe, aber ich sage euch da draußen, lasst es sein. Hanno und Thies haben mal Udo Lindenberg in Mainz getroffen, als sie so vor einer Disco standen und hinter ihnen plötzlich ein kleiner hutzliger Mann mit so Hut und Ledermantel kam und mit seinen Menschen wurde, hey Mann, ist hier kein Taxi oder was? Das war natürlich Udo. Ist besser als Katjes werden. Ah toll, gerne dafür.
Wie ist der Idiot noch? Wie ist der Idiot? Den werden in Ostdeutschland an der Vater Illich. Nein, Quatsch. Günter Gabriel. Jürgen Dreves. Jürgen Dreves. Jürgen Dreves. Jürgen Dreves. Außerdem hörte ich, dass Harry neulich, wen hast du noch getroffen? Dass wir, hey, Reinhard May. Bist du nicht Reinhard May und dann warst du irgendwie Rex Gildo? Nein, das war Jürgen Dreves. Nee, wir haben Jürgen Dreves leider mit Reinhard May verwechselt. An also der Tankstelle. Das war gar nicht so gut. In Ostdeutschland. Morgen 2. Alter, Jürgen. Aber er stand morgens in der Bildzeitung. Jürgen Dreves ist der am meisten beschäftigste Werbesprecher, glaube ich, oder so. Hat er nicht auch Albette Kornfeld gesungen? Ja. Er war's. Und Jürgen. Und Himbeereis zum Frühstück. Nein, das war ein Hoffmann und Hoffmann. Das war doch Betty. Rock'n'Roll, wenn die Skateboard, du hast dich erfällt. Okay, jetzt kommen wir zu etwas völlig anderem. Swee, Stern redet du für uns, weil... Wieso soll ich denn die ganze Zeit für euch reden? Weil du wieder breit bist. Bin ich irgendwie so... Weil du eigentlich Geld hast. Weil du der älteste Rodi, der noch auf der Straße ist, bist. Weil ich der Einzige bin. Du bist der Einzige. Der Panelheft rausbringt. Panelheft. Irgendwelche Sklaven, die da 120er sitzen, malen müssen, so wie Maurer. Ich meine, ich habe damals Jimi Hendrix das Gitarrespielen beigebracht. Ich habe gesagt, hey Mann, pass auf, du wickelst dich in deine Nationalfahne ein, dann zündest du sie an und spielst du irgendwie Star Spangled Banner und solche Sachen und dann werden sie kommen. Und sie sind gekommen. Du bist so lyrisch! Und das hast du mir 10 auch gesagt, wo kein Arsch kommt. Ja, das war mir ein guter Aber die Band ist miteinander gekommen, so auf Klo. Und dann kommen so Leute und fragen so, ja, macht ihr denn nur Antifa-Texte oder Vegan-Sachen so? Seid ihr auch für Tierrechte? Hey! Wir sind gegen Tierrechte. Wir wollen nicht tanzen, aber macht mal mehr Ansagen. Tierlinke. Ja, das war ja, ich bin für Rechte für linke Tiere. Rechte für linke Tiere. Ja, das ist ja linke Vögel. Die Hunde, linke Vögel. Wie wär's mal mit der Frage zwischendurch? Frag uns was. Pass auf, wir haben ein Leben, du hast keins, darum machst du ein Fanzine. Und redest mit Leuten, die cool sind. Ist auch Werbung drin? Ich weiß ja nicht. Frag uns was. Nein, ich mach das eigentlich nur im Anzeigenkurs. Frag uns so Sachen wie, hey, ihr kennt doch Moses, wie ist denn der so? Cool. Warte mal. Hey, ihr kennt doch Moses. Wie ist denn der so? Wie, wo? Frag uns die Sache wie, wo gibt es die verdammt beste Pizza auf der ganzen Welt? Kassel! Weil so das Wetter trennt. In Kassel gibt es die beste Pizza in der Welt. Die heißt wie? Keine Ahnung. Stern! Stern, war die geilste Stern Pizza der Welt. Die ist am größten und am billigsten. 40 am vegan. Gibt es schon wieder Bismarckstraße 120 für ca. 5 Mark plus Pfund. Wagenräder und vegan. Und wir vegan. Haben den Werbeblock. Groß wie Kinderköpfe. Werbung. Ausgebreitet. Jetzt die Werbung. Wie heißt die beste Pizzeria der Welt? Quatsch. Du wächst an der Welle. Was? Mach doch mal Paola. Paola und Kurt Felix. Sie kennen ihn nicht. Das sind diese beiden Schweizer innen. Und außen. Die da mit der Kamera auch so rummachen, wenn man so versteht. Versteckte Kamera. iPhone. Die drehen Pornos oder? Die machen so Schadenfreude. Er ist ähnlich pervers auf jeden Fall, was die machen. So. Jetzt macht das ja Harald Schmidt, aber den versteht er. Sein ganzes Porno so. Harald Schmidt ist der letzte begnadete Entertainer auf Deutschland. Harald Juhnke war falsch. Harald Juhnke lebt noch. Ja, da war das Barfuß oder Lachs. Harald Juhnke ist mit konventionellen Waffen einfach nicht zu töten. Warum bist du für? Hasch. Ich bin 20 Jahre mit Harald Juhnke unterwegs gewesen. Ich habe ihm seine Lines gelegt, gesagt, Harry, eines Tages wird es kommen. Eines Tages kam. Irgendwann wirst du dieses 18-jährige Mädchen. Schiller sagt, dass diese Rüstung nicht kommen sind. Für welche Zielgruppe ist dieses Video eigentlich geeignet? 13- bis 18-Jährige. Arbeitslose. Ah ja, ich bin arbeitslos. Das Video ist für mich. Ja, da bin ich auch. Das ist mein Video, Finger weg. Mein New York Hardcore Kids hätten wir natürlich. Kai, das ist unser Video. New York Hardcore Sickies. Hey Kids! Normalerweise sage ich New York Hardcore Sickies!
Jetzt meine ernsthafte Frage. Mio 10 wurden für dieses heutige Konzert angekündigt als die einzig gewerkschaftlich organisierte Hardcore-Band Deutschlands. Was steckt dahinter? Was cool. Gar nicht, wo die das herkriegen. Ja, also Mio 10 werden natürlich in Wirklichkeit von TGB gesponsert und spielen auf der nächsten 1. Mai-Veranstaltung. Und alle wissen, sie treten da aber unter anderen Namen auf. Nicht abgesperrt. Sterb bitte. Ihr würdet sogar mit BAP auftreten. Würden wir auch. Ihr seid BAP. Wir sind BAP. Schwab. Niedecken schreibt uns jetzt rein. Ja, ich bin's, okay. Ihr seid BAP. Schüttel meine Welle. Kai, das ist was runtergefallen. Kriegst du den Brainreiter für mich Kai, ab? Kamera auf Kai. Ich kann Kai nicht. Die Frage. Zu BAP. Kai, mach mal das Arschgesicht. Arschgesicht. Ja, mit Pullover kommt's besser. Mit Pullover. Zwischen euch gibt's wieder Wittermalzwerbung. Das ist gonna rock. Regensburger Pilsner. Jeder Schluck ist für dich. Independent ist brutaler als wir. Wir könnten das Henry Rollins Drinking Game machen, das ist von Die One Six. Die Hast du mal das Arschgesicht kommt? Man legt eine Henry Rollins Platte auf und jedes Mal, wenn er volle Punktzahl, volle Punktzahl. Wie war das mit Henry Rollins gesehen? Das Henry Rollins Drinking Game. Man legt eine Henry Rollins Platte auf und jedes Mal, wenn er Meme Serp oder Ei singt, muss man trinken. Das ist keiner verstehen. Schafft wenige. Schafft nur sehr das Time Deck hat Auto Reverse. Jetzt wird das hier laut. Jetzt rockt das Haus. Ja, it rocks! It rocks! Draußen yes, stehen die Nazis works. Und die Bullen natürlich vor der Tür. Ja, die Nazis und Bullen. Zusammen, Nazis eine Front. Und Immobilienmakler. Und schon wieder Bolschenwerbung. Aber hier drinnen werden die, richtigen, Arbeitgeber. Werden die richtigen Platten und T-Shirts verkauft. Und das ist gut so. Wir werden draußen abgefangen. Das ist gut. Black Flag! Wir fangen an zu covern. Ja. Wir haben neulich Black Flag auf MTV gesehen. Ja, TV-Party. Black Flag auf TV-Party. Hanno saß rum und sagt, Alter, jetzt müsste eigentlich mal Black Flag auf MTV kommen. Und ergo, drei Stücke später kommt Black Flag und ich dachte, ich sterbe. Das ist unglaublich. Wird das öfter mal wiederholt? Hanno soll dann öfter mal war sagen. War voll gut, Henry Rollins immer zum Eisschrank gehen, Bierdosen rausholen. Trinkend, gut drauf seiend. Sixpack, lachen, TV-Party. TV-Party tonight! Kannst du nicht mehr hören, sein Natur, ja? Stimmt mal gar nicht, für den ältesten Rolli der Welt. Immer. Das ist ja eh alles gleich. It's rocks. Er spielt den guten Rolli. Ja, super Rolli. Vor allem, er bringt einen immer in sehr lebensgefährliche Situationen. Also er hat uns dreimal fast getötet. Ja. Mit dem Auto. Mindestens dreimal. Aber er hat überholt. Ja, aber der Tod fällt immer mehr. So eine Überholung. Er hat schon im Griff. Ja, aber diese Augen, Alter. Das sind Augen. Der Tod ist mein Partner. Ja, nee, aber ist okay, ich meine, okay. Dieser Reiz macht halt nicht. Wenn ihr eine Lampe auf. Hättet, die genau in euer Gesicht scheinen würde, würdet ihr wahrscheinlich auch eine Sonnenbrille bevorzugen. Ja. Aber so ja, da wisst ihr wieder nicht, was ihr sagen sollt. Stimmt. Sonst große Fresse hier. Sind total ja, große Fresse, aber ich hab nichts dahinter. Ja, weil wir agieren eigentlich mehr hinter der Kamera. Dann sieht man wieder, wie das mit der Technik aber ist. Aber wir sind sehr kamerascheu, wirklich. Das Schlimme, wir sind die Band und er macht Rock and Roll auf der Tour. Weil wir wissen nur mal, dass ihr uns jetzt seht. Das sind ja nur meine Haare. Aber es geht weiter. Nee, aber... Wir sind wirklich so, wenn wir jetzt so in diese Kamera blicken müssen, wenn wir irgendwie ein Interview geben, was irgendwie halt auf irgendein... Irgendwie, oh, das ist nicht ernsthaft, Schreiber. The medium is the message. Ja, auf irgendwelche ernsthaften Interviews. Darum spielt ja nicht bei uns. Das ist halt einfach zu antworten, als einfach nur in diese Kamera zu blicken. Ach, halt die Klappe. Einfach irgendein Scheiße. Sagen diese Blicke nicht alles. Bonbon-Werbung. Bau auf. Bau Stern. Wollt ihr Schweiz-Fernsehen, ne? Bau ein. Steh auf, du Schlepp-Fernsehen. Hey, sei ein Mann. Ja, mach ihn mal ins Fernsehen. Ja, burn out! Burn out! Burn out! Burn out! Yes! Burn out! Yes! Burn out! Wieder mal Werbung. Das war Burn out, einer der besten Hardcore-Bands. Kettle-Werbung. Nein, rezensiert. Rausgeschnitten.
Tierrechtswerbung. Ja. Tierrechtswerbung. Wird doppelt gesendet. Ich grüße alle Leute, die der Meinung sind, dass man Live-Konzerte auf Video angucken kann. Ja. Ah, da schreit in die Haare. Guten Morgen.